Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie herzlich am ersten Fastensonntag hier in der Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul in Kranenburg. Beim diesjährigen Hashtag Ein Tag, ein Wort stehe ich jeweils unter einer der Kreuzwegstationen, die Dirk Wilmsen für die Kranenburger Stifts- und Wallfahrtskirche geschaffen hat. Heute stehe ich unter der 12. Station. Das Wort für den heutigen Tag lautet: Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Dieses Wort ist der heutigen ersten Lesung aus dem Buch Genesis entnommen, Genesis 9, 13. Nachdem Noach mit seiner Familie und den Tieren die Arche verlassen hat, schließt Gott einen Bund mit ihm und seinen Nachkommen. Die Zusage: Gott wird die Erde nie wieder vernichten. Und diesen Bund, den Gott mit Noach schließt, er wird sozusagen ständig in der Geschichte der Menschheit erneuert. Zunächst schließt Gott einen Bund mit dem Volk Israel, mit Abraham, Isaak und Jakob, mit Mose, denken wir an den brennenden Dornbusch, die Befreiung des Volkes Israel aus der Knechtschaft in Ägypten. Und dann, Jesus stirbt am Kreuz, das ist für uns Christen die Geburtsstunde des neuen Bundes. Allerdings in der Geschichte haben die Christen leider allzu oft diesen neuen Bund so missverstanden, als sei der alte Bund mit dem Volk Israel aufgekündigt. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat bei seinem Deutschlandbesuch 1980 in Mainz daran erinnert oder hat davon gesprochen, dass Gott den Bund mit dem Volk Israel nie gekündigt hat. Und so finde ich es schön, dass die Domitio-Abtei in Jerusalem, wo deutschsprachige Benediktiner beten und arbeiten, dass deren Symbol, deren Wappen beides miteinander verbindet. Das Kreuz Jesu, also die Gründung des neuen Bundes, und darüber den Regenbogen als Zeichen des Bundes, den Gott mit Noach geschlossen hat. Beide Bundeszeichen in einem Wappen vereint. Heute in 6 Wochen feiern wir Ostern. Wir feiern, dass Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, von den Toten auferstanden ist. Er ist der Grund unserer Hoffnung auf ewiges Leben. Und so lädt die Fastenzeit uns ein, in den nächsten 6 Wochen neu die Dankbarkeit zu empfinden und einzuüben, dass Gott uns durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes erlöst hat, dass er einen Bund mit uns geschlossen hat. In der Taufe sind wir hineingenommen worden in diesen Bund. Unsere Herausforderung besteht darin, Tag für Tag, ein Leben lang, auf diesen Bundesschluss zu antworten, unser Ja-Wort zu geben zu diesem Bund, den der lebendige Gott in Jesus Christus mit uns geschlossen hat. Und dabei eben nicht nur unsere Beziehung zwischen Gott und uns und mir persönlich in den Blick zu nehmen, sondern auch den Bund, den Gott mit allen Menschen schließen möchte, und dass wir so eben Juden und Christen, Muslime, alle Menschen guten Willens mit in den Blick nehmen. Ich wünsche uns eine gesegnete Fastenzeit, ein gutes Zugehen auf die 3 österlichen Tage vom Leiden und Sterben, von der Grabesruhe und von der Auferstehung Jesu.